Hallo und herzlich willkommen zurück. Das wird ja eigentlich die Aufnahme wahrscheinlich mit rangeschnitten oder so. Boah, fickt euch. So. Hier haben wir aufgehört, hoffe ich mal, so viel ich noch weiß. Bei diesem Trainerkampf hier. Ja. Doppelkampf, besser gesagt. Ich habe mich richtig aufgeregt. Und gerade eben habe ich mich auch wieder aufgeregt, weil ich um die 3-4 Beleber schon verschwendet habe. Ja. Vorhin gehe ich so ein paar Soundtracks durch von diesem Spiel, lese unten so Kommentare durch, wo die Leute sagen, ey, beste Gen ever, zumindest von der vom Gesamtpaket her, wo ich ihnen auch zustimmen muss. Weil einfach storymäßig, designstechnisch, Musik passt super zu jedem Ort. Grafisch. Ja. Beste Spiele. Bin ich deren Meinung. Und dann reg ich mich wieder total auf und ist wieder andere Meinung. Aber nein. Ich hab ja aus irgendeinem Grund den Ether nicht verwendet, den ich verwenden wollte. Mann! Och Gott. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Musik passt super zu... Ach ja, Blitz. Ich werde Blättertanz wieder lernen, wenn wir mit der Siegestraße fertig sind. Dann, wir haben ja Herzschuppen. Ja. An sich doch... Haben sie recht. Ja. Das Gesamtpaket stimmt einfach in jeder Hinsicht. Die Story ist meiner Meinung nach episch. Es sind super viele Kleinigkeiten drin versteckt. Es sind super viele Möglichkeiten. Es sind einfach super Spiele. Und vor allem die Smaragd-Edition... Jetzt habe ich nochmal Gedanken gut eingesetzt. Vor allem die Smaragd-Edition finde ich extremst geil, weil... Einfach... Ja, weil, ja, genau, weil. Nee, weil auch storytechnisch ist einiges verändert worden. Es sind, ja, die Kampfzone vor allem, wenn du dir denkst, hey, du bist durch mit dem Spiel, dann Kampfzone. Versuch mal die Kampfzone, ist schwer. Die Schwierigkeit von dem Spiel passt auch super, wie ich finde. Es ist immer eine Herausforderung irgendwie da. Und ja, einfach cool. Naja. Bald haben wir den Kampf durch. Einmal lasse ich hier einen Kampf in normaler Geschwindigkeit. Danach werde ich alles wieder... Jetzt habe ich nochmal Gedanken gut eingesetzt. Danach werde ich alles noch einmal nur, in erhöhter Geschwindigkeit machen, damit wir dann später die Top 4 machen können. Und danach kann ich weitermachen mit meinem Zeug, was ich noch machen möchte. Ja. Da wird zum Beispiel, was ihr euch fragt, was wird dann gemacht. Es wird Troy besiegt, es wird die Kampfzone auf jeden Fall besucht. Es wird wahrscheinlich Mew gefangen, Rayquaza auf jeden Fall, Kyogre, Groudon, die drei Regis... Latias oder Latios, wie auch immer, schreibt es in die Kommentare, habe ich ja schon gesagt, unter dem einen Part da, ne? Wie gesagt, versuche ich, das wird nicht einfach. Psychokinese. So. Und, was noch? Mew, vielleicht. Ho-Oh und Lugia weiß ich nicht, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich die wirklich fangen soll. Deoxys mit Sicherheit. Hierarchie kann ich ja nicht fangen, das geht ja nur über Pokémon Channel rübertauschen. Und das war's eigentlich, ne? Sonst gibt's ja nichts besonders legendäres. Rayquaza, wie gesagt, noch und das, ja. Kampfzone wird ein großer Punkt. Ich werde mir nicht alle Symbole holen. Nein, ich werde vielleicht eines versuchen, aber ich möchte euch jede Einrichtung vorstellen. Wir machen einen Pokémon-Wettbewerb. Vielleicht suchen wir uns sogar ein Pokémon raus, mit dem wir es bis zur Meisterklasse schaffen wollen. Meine favorisierte Wahl wäre in diesem Falle Merlin. Ja. Und vielleicht schaffen wir mal einen Duellturm, eine gute Streak, sag ich es mal, ne? Ein guter... eine 100er vielleicht oder so. Ich habe tatsächlich mal einen 100er geschafft in Duellturm. Also 100 Siege hintereinander und dann, also mehr als 100 und dann wurde ich irgendwie bei 107, 108 oder sowas, wurde ich geplättet. Ja, ja, diese Kombination finde ich saugeil, Lanthorn. Ich mag Lanthorn total, weil es sieht süß aus und es hat eine geile Typenkombination einfach. Ich werde allerdings auf das Lepomentos angreifen und Gigasauger auf das Lanthorn einsetzen. Lepomentos fand ich schon immer creepy. Habt ihr euch schon mal die Dürre, also die Musik angehört in Rubin, wenn Groudon seine Tage hat quasi? Die hört sich creepier an als die Originalmusik von Lavandia, die ich irgendwie mag.
Und ja. Sag mal, dieses Lepomentas, ne? Das muss irgendwie eine Fähigkeit haben, damit das immer nur in den roten Bereich kommt und nicht weiter runter. Und sein Trainer den Kampf nur noch verzögern kann, indem es Top-Genesung oder so einen Scheiß einsetzt. Ist es noch Geist dazu? Es ist auf jeden Fall Boden, glaube ich. Aber ich weiß, was ist es dann? Ist es noch irgendwas dazu? Psycho kann sein. Psycho oder Geist? Mit Sicherheit, okay. So kenne ich mich mit Lepomentas nicht so aus. Es gibt so einige Typen, wo ich nicht weiß, wie oder was. Nicht ein bisschen erschüttert. Nicht ein bisschen erschüttert. Oh, es tut weh. So, gut. Dankeschön. Weiter geht's. Okay. Hier wäre ich auch so hingekommen. Ja, Merlin bleibt an erster Stelle, weil Merlin noch ein bisschen unterlevelt ist. Ich habe gehört, dass sich hier ein sehr starkes Kind herumtreibt. Bist du das? Weiß nicht. Kann sein. Der Joy hat ja nur die gemacht, die wir auch wirklich nötig sind zu machen. Kecleon! Da machen wir. Machen wir Psychokinese und dann Spukball. Psychokinese. Kreideschrei. Spukball. Haha. So. Merlin erreicht Level 46. Das ist natürlich schön. Als nächstes wird ein Wailord eingesetzt. Da könnten wir zu Plantman wechseln. Dann kriegt Plantman auch EP, weil das ist in dieser Höhle irgendwie nicht einfach für Plantman anscheinend. Keine Ahnung. Wailord ist das größte Pokémon. Ich weiß nicht, ob es in Schwarz und Weiß geändert wird, aber Wailord ist das größte Pokémon überhaupt, sogar größer als Groudon, was schon riesig ist. Nein, Groudon ist schwer, oder? Riesig? Schwer? Ich weiß nicht. Wailord ist riesig. Wailord ist. Boah! So ist Wailord. So Brums, ne? Also ist wirklich. Boah! So riesig. Also Wailord ist riesig. Natürlich überlebt es mit einem KP. Natürlich. Dürfen wir dann nochmal einen Aether einsetzen? Überleben vor allem. So, und Säure. Blups. Wailord wurde besiegt. Und als nächstes wird Georock, habe ich gelesen. Jeps. Georock. In meiner Heart Gold Edition habe ich mir einen Kleinstein gefangen, wollte es trainieren, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe ja einen DSi noch, also ich habe noch einen anderen DS. Und dann könnte ich mir ja Dings machen, so ein Geo-Bartz, indem ich das irgendwie Platin, Perl oder sowas, ne? Nur, das hat sich als Dings hingestellt, weil als nicht, also das war dann nicht erfolgreich oder konnte nicht erfolgreich werden, weil mein DSi abkackt. Sehr oft, manchmal. Ja. Und das ist zu gefährlich dann. So. Die Musik hier ist endsgeil. Das passt so richtig zur Siegestraße-Atmosphäre. Die finde ich von Diamant, Perl und Platin richtig lame. Aber so richtig. So, hier geht's zum Wasser runter. Das ist egal, da müssen wir nicht hin. Schutz wirkt nicht mehr. So, dann aktiviere ich Schutz nochmal. Einmal noch. Ich singe die ganze Zeit. Psychokinese, hätte ich das gewusst, dann hätte ich Blitz auch gerade mal. Nein, bei Psychokinese ist es einfach eine wichtige Attacke, auch in dieser Siegestraße hier. Gut, wir haben Psychokinese gefunden. Wayne kann man auch drauf scheißen im Prinzip. Naja, gegen die hat er schon gekämpft. Das heißt, wir gehen jetzt mal da hoch. So, ich glaube nicht, dass er da lang ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Der Jay hat mir ins Team geschrieben. Ich werde mal kurz gucken, was da geschrieben hat. Biskaleisch. Hust, zurück, willkommen. So, willkommen zurück, bla bla. Stärke ermöglicht es, den Verlelsen, den Flelsen zu aktiv zu verschieben. So, was finden wir denn hier hinten? Top-Genesung können wir gut gebrauchen irgendwann mal und so. Top-Genesung. Ich bin heute mal wieder witzig drauf, aber sowas von. Tausende Zertrümmereien. Mal sehen, was wir hier noch so finden. Weil der Jay hat mir gesagt halt, Siegestraße und so, ja, aber hab halt nicht alles gemacht. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als das so durchzugehen. Da will ich aber noch nicht hoch. Ich mache hier mal ein Safe State.
Blops, blops, blops. Ja, einmal super. Komm, noch ein, dieses letzte Mal so. Ach ja, die Musik ist zu schön einfach. Ja, aber ich finde echt, ich mag diese Edition. Ich mag sie wirklich. Ich liebe diese Spiele. Und aber auch die zweite Generation, aber die zweite Generation. Nerp. Ah. Oh, das war dumm. Die zweite Generation finde ich halt irgendwie ist schon die beste, aber das Gesamtpaket stimmt hier schon insgesamt. Die zweite Generation hat keine gute Story, also jedenfalls nicht wirklich. Und auch die vierte Generation, eine nicht existente Story, daraus eine zu machen, aus einem Spielprinzip, was da ist nicht so viel zu holen. Jedenfalls. Deswegen kann die vierte Generation das auch nicht retten und versuchen, da ein bisschen mehr Story reinzubringen. Was es versucht hat, ja, aber es hat nicht so ganz geklappt. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ach, gegen dich hat er schon gekämpft, lol. Lulz? Nein, jetzt habe ich das selbst nicht überschrieben. Wo geht's denn hier hin? Dip, dip. Aha. Für einen Hyperball. Schwachsinn. Echt. Völliger, stumpfiger Schwachsinn. Aber gegen dich hat er schon gekämpft. Okay. Na dann. Sehe ich ein. Boah. Flop. Meine Kommentation kann gerade nicht so extrem spannend sein, weil ich nicht so enthusiastisch gerade mit der Situation umgehe. Eine Frage noch. Und zwar, Schutz wirkt nicht mehr. Wo geht's denn da lang? Ach so. Nice. So. Lups, gegen dich muss er auch schon gekämpft haben. Yep. Jetzt kämpfen wir aber gegen ein wildes Pokémon. 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 Stolrak. Flop. Energie wurde abgesaugt. Gigasauger. Ein Volltreffer. Und Dankeschön. Planman erreicht Level 47. Dann müssen wir dich das ganze nächste Level lang nicht benutzen. Und das freut mich sehr. Ich habe Bedenken, dass wir die Top 4 schaffen. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Das wird wirklich nicht einfach. Da unten steht Heiko rum. What, okay, warum auch immer. Ich dachte, er hat schon gegen ihn gekämpft. Ja, aber Moment mal, den trifft man ja am Ausgang der Siegestraße. Also, was steht da jetzt darum? Egal. Makuhita wurde eingesetzt. Und Merlin erkennt Adrenalin. Und wir setzen einfach so Donnerblitz ein, obwohl ich genauso gut Psychokinese hätte einsetzen können. Aber natürlich muss ich wieder so rumdrücken und deswegen, ja. Laps. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Ach, der steht immer hier rum? Ich dachte, der steht am Ausgang der Siegestraße. Ja, was hat er denn eigentlich im Team? Der hat einen Gardevoir und sonst weiß ich auch nicht. Oh Gott, ein Stolrak. Super, ich gähne, warum auch immer. Dab, 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 dab. Er kennt Steinhaupt von Stolrak. Psychokinese, flop. Und Psychokinese. Danke. So. Nächstes Pokémon, ein Golbat. Das ist auch einmal Psychokinese oder Donnerblitz, ist scheißegal. Und das Viech ist weg von der Bildoberfläche. Oder Unterfläche. Ja, der war nicht gut, ich weiß. Der sollte auch kein Witz sein eigentlich. Ich habe das einfach nur so gesagt, weil... God knows why. Er weiß es wirklich. So, da geht's nicht lang, dann geht es bestimmt hier lang. Nach draußen. Nach Brapoli City. In die andere Richtung. Dann können wir immerhin mal zu Pokémon Center gehen. Hier steht Scott, hat er mit dem schon gesprochen. Du hast dich bis zur Pokémon-Liga durchgebissen. Das freut mich für dich. Meine Anfeuerungen haben sich gelohnt. Und wenn du Champ der Pokémon-Liga wirst, Jay, dann melde ich mich wieder bei dir. Okay, Jay, auf zum Ruhm. Er hat noch nicht mit Scott gesprochen. Warum sollte er denn das auch tun? Ich glaube so, er war der Einzige, der je mit Michael gesprochen hat, bis auf mich beim letzten Mal halt, diesen einen Kampf da. Und ich war der Einzige, der je mit Scott gesprochen hat, weil Scott hat ihn nie interessiert. Er ist auch wahrscheinlich nie in die Pokémon-Trainerschule in Metaverse, als das Smaragd zum ersten Mal und einzigen Mal vor dem hier durchgespielt hat. Ach, Junge. Tja, wenn er gewusst hätte, dass Smaragd so viele Änderungen und Vergeilheiterungen zu bieten hat, dann hätte es ihn auch nicht interessiert. Naja. Er spielt Pokémon halt Hariyama, das ist eine nicht wirklich häufige Ansammlung, also ja. Was ich auch gelesen habe, in Höhen Rare Pokémon are really rare.
Also, dass seltene Pokémon auch wirklich selten anzutreffen sind. Und das stimmt auch. Absol trifft man nicht so häufig. Ne? Und Absol ist ein seltenes Pokémon. Trifft man nicht wirklich so häufig an. Hariyama ist jetzt auch nicht wirklich eine Häufigkeit. Aber ich sag mal so, das ist jetzt wirklich nicht so. Ich meine, ja gut, Trassler genauso. Hariyama trifft man wirklich nicht häufig an, nein. Aber Pipi zum Beispiel am Mondberg trifft man auch nicht wirklich häufig an. Eine Speckschicht. Psychokinese. Dop, 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 dam. Plups. Das ist sehr effektiv. Wirklich sehr effektiv. So. Weiter geht's. Wo geht's denn hier lang? Hat er gegen dich schon gekämpft? Wahrscheinlich nicht. Dip, 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 dip. Ein Zubat. Das ist jetzt nun wirklich nichts. Das ist rein gar nichts. Seht ihr, wie einfach und schnell die EP hier hochgeht, wenn man doch mit wilden Pokémon kämpft? Naja. Nein, er hat noch nicht mit dir gekämpft. Ich bin nicht hergekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Ja, aber ungefähr in ein, zwei Minuten wird diese Aktion eintreffen, mein lieber Freund. Merlin, gegen ein Magneton, wo mir gerade erst aufgefallen sind, dass die Magnete verschiedene Farbe haben an seinen, an den Armen da. Ich dachte, dass die wären auch schwarz. Egal. Psychokinese. Ich mag Magneton. Magneton sehen cool aus. Magnetilo mag ich nicht. Ich mag Magneton, aber ich mag den Tilo. Warum auch immer. Ist halt so. Keine Ahnung, was als nächstes eingesetzt wird, aber Merlin ist eh paralysiert. Deswegen setzen wir Borze ein. Der hatte schon ein Elektro-Pokémon, vielleicht eine. Nee, aber Slimog ist genauso hier. Erdbeben und Futsch ist das Ding. Pullums. So. Dankeschön. Du hast verloren. Ja, hast du tatsächlich. Wir haben einen Hyperheiler gefunden. Das heißt, den können wir gleich mal einsetzen. So. Sagst du noch was? Ich habe hier verloren. Das heißt, mir fehlt noch eine Menge, um Champ werden zu können. Ja, das ist tatsächlich wahr. So, Hariyama, Merlin, Psychokinese und weg das Ding. Das Tolle ist, diese Dinger geben sau viel EP. So. Okay, 47. Das heißt, wir können dich entwechseln. Entwechseln. Gegen einen Funk. Wir gehen noch nicht da hoch. Wir gehen erstmal in diese Richtung. So. Funk, ich habe jetzt Aeroas eingesetzt. Egal, das reicht. So, das Bescheuerte hier ist an dieser Musik, in dieser dritten, bis zur dritten Generation, ab der vierten Generation ändert sich das. Die Musik fängt immer wieder von neuem an nach einem Kampf. Finde ich doof. Und es ist halt so in den späteren Generationen, die man per Platin, Gold zu Silver und ich denke mal dann auch Schwarz-Weiß, stoppt sie einfach nur da, fadet aus und fadet wieder ein, wenn der Kampf beginnt. Naja gut, sie fadet nicht aus, sie stoppt abrupt, aber trotzdem. Sie fällt danach wieder ein an der Stelle, wo sie aufgehört hat. Ja. Wir haben den Seidenschal verloren, was heißt, dass unsere Attacken von Normalattacken jetzt weniger Schaden machen, aber hat Funk überhaupt eine Normalattacke? Ja, Notsituation. Das ist nix, ne? So, hier haben wir noch ein Item. So, Funk setzt Aeroas ein. Super. Aber Hariyama kann sich selbst eh keinen Top-Trank oder irgend so eine Scheiße verabreichen und deswegen haben wir einen Top-Elixier gefunden. Und es geht weiter. Makuhita. Fangt jetzt Aeroas ein. Makuhita wurde besiegt. Danke. So. Jetzt wo lang? Hier oben waren wir ja schon, ne? Aber geht's hier denn noch irgendwo anders lang? Ha. Gute Frage. Stolrak. Da ist Aeroas keine wirklich gute und interessant und gute. Ja, es ist keine gute. Aber Stall und Brüller. Okay. Hariyama, noch einmal. Danke, das. Oh. Es ist sehr eintönig hier mit dem Pokémon irgendwie. Und ich sag, Hariyama ist selten und es kommt hier gar nicht so selten vor. Vielleicht kommt es nur in diesem Erdgeschoss vor hier. Der Siegestraße und dann keinen anderen Stockwerk mehr. Setzen wir einen Sprudel ein, zweimal und das sollte dann genügen. So, das war unser letzter Sprudel. Auf Wiedersehen, Sprudel. Wir vermissen dich sehr. So. Da sind wir schon lang gegangen. Das heißt, uns bleibt nur noch eine Option, nämlich die Leiter da drüben hochzugehen. So. Fliegen. Jetzt fliegen ein. Aeroas. Und Golgat wurde besiegt. Danke. So. Nee, hier geht's raus. Da wollte ich ja gar nicht hin. Dumm. Okay. Ja, Stahlflügel. Wow. Stahlflügel. Wow, Stahlflügel, es setzt Schutzschild ein. Stahlflügel, es setzt Schutzschild ein. Hypertrank.
Cool, muss ich jetzt schon gegen ein wildes Pokémon einen Hypertrank einsetzen. Verteidigung sinkt, was zur Hölle? Okay. Stahlflügel! Attacke von Stahlrakete gegen Stahlflügel und das Stock ist hinüber und hin und weg und so. So, weiter geht's. Noch ein Stahlrak! Wow, ich freue mich ja total. Fliegen. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Ein Brüller schlug fehl. Und dann müssten wir schon sau viel Fliegen einsetzen. Nee, komm, dann wechseln wir das Pokémon auf Borze. So. Ja, so geht's auch. Cool. Ich hoffe, als nächstes kommt nicht wieder ein Stahlrak. Krakelo, okay, das ist auch nicht wirklich eine häufige Erscheinung. Fliegen. Ja, jetzt wo es schon mal so geschwächt ist, kann ich es auch fangen. Ich habe mir vorhin übrigens ein Golbat gefangen, weil es genauso geschwächt war an einer Stelle. Also ja. Ja, der Sui hat ja auch mal so ein, der wollte ja auch so ein Cameo machen. Also nenne ich ihn einfach mal, das Nep. Ja, M-I-R-K-O. Oh. So. Ganz einfach, weil der gute Mirko ja auch immer so schreit. Manchmal. Wenn er Lust drauf hat. Oder so. Ne? So. Ah, Stahlrak. Das bringt mir mit meinem Funke aber gar nichts. Okay, setzen wir einen Pongy ein. Pongy Surfer. Haha. Damit hat er gerade Funk Level 47 erreicht und wir können. Ja, setzen wir Pongy an die erste Stelle und Bursi an die zweite, falls der Doppelkampf noch kommt, was ich mir nicht vorstellen kann. So, eigentlich wollte ich ja dann darauf, ne? Aber ich weiß nicht. Ich kann ja auch darauf. Moment, wie komme ich denn darauf? Ich weiß es gar nicht. Dazu werde ich. Eigentlich wollte ich jetzt mal kurz ein Dings einsetzen. Ein Superschutz. Ach, natürlich wird Golbat nur so wenig abgezogen, dass. Oh, und ich bin jetzt auch noch verwirrt. Ich hasse es. Aber wenigstens hat's geklappt. Dankeschön. So. Ja, ich setze auch noch einmal einen Superschutz ein, weil ich etwas nachprüfen möchte. Nämlich, wie komme ich denn da hoch? Gute Frage, ne? So schon mal nicht. Über diese Richtung hier, ne? Nee. Ah, okay. So, nee, Moment, da kommen wir ja schon her. Ich check grad gar nichts mehr. Schutz wirkt nicht mehr, noch einmal. Das hat mir gar nichts gebracht, dieser Schutz. Ich verstehe jetzt gerade nichts mehr, deswegen, ja. Moment, da lang nicht. Da lang auch nicht, da führt es nur zu einem Item. Na gut, dann geht's halt da lang. Zurück. Dann haben wir es. Dann haben wir die Siegestraße durch. I don't believe it. I so much don't believe it. I have to set Blitz ein. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir haben die Siegestraße offensichtlich durch. So, Stärke. Ja, Stärke ermöglicht es, Felsen zu bewegen. Hier weiter. So. Wow, anscheinend haben wir echt die Siegestraße durch. Das würde mich freuen, wenn das wirklich der Fall ist. So, setzen wir nochmal für Surfer ein und dann Schutz wirklich mehr, ganz toll. Kaskade! Oh. Wieder ein Cut-Off-Fehler, wenn man mal genauer hinguckt. Das sieht so bescheuert aus, das hätte man schöner machen können. Gegen dich haben wir schon gekämpft, Siggers-Typi. So. Flop. Flop und Flop. So, wir gehen hier runter. Das andere bleibt uns jetzt da nicht mehr übrig, weil mehr haben wir da nicht mehr zu tun. Hier sind wir dann fertig. Wir gehen hier hoch. Hier vorbei. Hallo. Und hier zur Truhe einsetzen. So. Ich weiß, ich könnte auch einfach den normalen, ich hätte den normalen Ausgang nehmen können. Und dann fliegen auf das obere, auf den oberen Teil von Prachtpolicity machen können. Denn dann fliegt man nämlich tatsächlich zum oberen Pokémon Center bzw. Eingang der Pokémon Liga. Und ja, hätte ich machen können, habe ich aber nicht. Bäh. So, Pongy setzt Eisstrahl ein. Flop. Zubat wurde besiegt. Und wir gehen weiter. Dim. Oh. Super. Wir dürfen noch einmal etwas nicht einsetzen, was ich eigentlich nicht einsetzen wollte, weil jetzt auch noch ein Konfusstrahl kommt, was mir ja übrigens im Endeffekt richtig, richtig doll klar war, dass der Konfusstrahl einsetzt. Und jetzt habe ich nochmal Walzer eingesetzt. Ich bin auch dumm, ey. Und Attacke geht natürlich daneben. Einmal, wenn es über Konfusstrahl sich nicht hätte selbst verletzt. Natürlich. So, danke schön.
So, Pongy ist zu verletzlich. Setz Bosi an die erste Stelle, so. Ah! Mann, Hariyama. Bosi, setz Bodycheck ein, bitte, danke. Setz Body! Danke. Dann setzt du nochmal Bodycheck ein. Riechsalz, was zur Hölle. Dann setzen wir einen Hyperball ein und versuchen es einzufangen. Dop. So. Wie nenne ich das denn? Ein kleiner Cameo. Versteht kein Mensch, ich weiß. Ich nenne es Bob. So. So. Einzige, der weiß, was ich damit meine, das ist der Smithy. Und wer nicht weiß, wer der Smithy ist, das passt so. Das, derjenige, der es nicht weiß, das, ihr wisst alle nicht, wer der Smithy ist. Nur einer weiß, ich und noch einer. Zumindest von denen, die diese Videos schauen. So. Flop. Der Bob, nochmal. Der Bob kommt und haut dich kaputt. Bodycheck. Hat nichts gebracht. Dafür ist sein Angriff maximiert, was sich bei Aufschlag gegen einen Gesteinsstahltyp eben wirklich nichts bringt. Tja. Danke. Und raus da. Endlich. Dam. So. So, bevor wir uns dann beim Jay wiedersehen, floppelabalam, werde ich noch kurz hier Markt was machen, und zwar verkaufen, flop. Ja, Pokéwelle sind mir scheißegal, flop. Natürlich die Sternenstücke hier, die beiden. Dankeschön. Innige Stück kann hier bleiben, den Sternenstaub werden wir verkaufen. Ansonsten müssen wir nichts verkaufen, nee, nicht wirklich. Feuerheiler, blaue Flöte, Paraheiler, Gegengift, Lava-Keks, Limonade, Top-Genesung, Hypertrank, EP-Teiler und Superschutz. Ja, was kaufen wir denn noch? Hypertrank, mit Sicherheit kaufen wir dann noch so 5 Stück, ja. Wir haben echt Geld en masse. Beleber kaufen wir uns auf jeden Fall noch ein paar. Wir haben 7, das heißt, wir kaufen uns 13 Stück. So, dann Top-Schutz brauchen wir hier nicht. Hyperheiler, eigentlich sollten die Lava-Kekse reichen, aber ich kaufe mir trotzdem nochmal 5 Stück. Ja. Ach ja, Top-Genesung hätte man sich noch kaufen können. Im Bestfalle, weil Top-Genesung wirklich was Schönes ist, was Cooles. Kaufen wir uns so 10 Stück und dann, ja, werde ich noch kurz was hier dran vornehmen. Und zwar habe ich gerade entschlossen, dass ich Hyperheiler doch wegwerfe, so. Ich weiß, war jetzt total hirnlos, was ich gemacht habe, aber egal. Dann den Beleber vor den Äther setzen. Weil der ist mir immer so weit unten. So, Äther, Top Äther, Elixier, Top Elixier. Herzschuppe, Fluchtseil, Pudersand, Bodenattacken, Eisattacken. Fokusband kann manchmal K.O.-Attacken verhindern. Naja. Indigo-Stück mal ganz hoch. Hierhin ungefähr. EP-Taler brauchen wir nicht mehr. Übertrank, Top-Genesung, Limonade, Lava-Keks. 29 Stück sollten mit jedem Fall reichen. Limonade, wie viel? Nochmal 80, ne? Ja, 80. Paraheiler, blaue Flöte, Feuerheiler, Beleber, Top-Beleter, mhm. Ja, passt alles. Pokéball, das haben wir da noch so. Superball, Hyperball, Timerball, Tauchball, Nestball, Meisterball. Dip. Und Netzball, ja. Gut, da haben wir hier noch, was haben wir denn hier noch so? Erholung, Fassade, Psychokinese, Rückkehr, Donner, Hyperstrahl. Donner, nee, ich bring Gardevoir Donner nicht bei. Hyperstrahl, Blizzard. Ehrlich, Notsituationen braucht Funk eh nie, ne? Und wozu hat es denn sonst sein Dings, sein Seidenschal, wenn schon nicht dafür? So, okay, dann kann es wenigstens irgendwas Gutes und ja, Verhöhner war die Attacke, die, ja, dass er nur diese Attacke einsetzt. Hagelsturm, nee. Toxin. Säure brauchen wir im Endeffekt meiner Meinung nach eh nicht mehr, weil Säure nicht wirklich viel abzieht. Also würde ich mal sagen, komm, wir lernen ihm Toxin. Hagelsturm, ja, Gedankengut haben wir schon, Aquawelle. Ja, ist halt auch sowas, wo ich mir denke, Stärke 60. Ach, Bosi kann das auch lernen, why ever, aber Bosi hat seine Attacken und die sind alle super. Aber Pongy, ich weiß nicht.
Aber mir wäre aber lieber für die Top 4, ihm noch Taucher beizubringen, weil Kaskade zieht, glaube ich, 80 ab von der Stärke, ja. Aber wir haben Surfer genauso gut und Taucher ist halt wie Schaufler, dass wir halt eine Runde verschwinden, was äußerst nützlich sein kann. Ja, dann haben wir Eisstrahl, was gut gegen die Drachen-Pokémon wirken wird. Stärke 60, nee. So, danke. Ja, danke. Blizzard. Ja, natürlich könnten wir da genauso gut Blizzard verwenden, aber... Nee. Oder? Nee, komm, Blizzard nicht. Ja, wobei, Eisstrahl... Wie viel zieht jetzt Eisstrahl eigentlich ab? Also, was ist von der Stärke her? 95, nee. So. Dann auch Rückkehr. Rückkehr könnten wir Fang genauso beibringen. Das wäre vielleicht sogar noch besser als Superstrahl. Und wenn Fang eine Flugattacke einsetzt, dann sowieso fliegen. Aber Aeroas ist insofern gut, dass es nie daneben geht. Das ist natürlich der Vorteil daran. Was kann jetzt Fang fliegen? Aeroas, Superstrahl und... Nein. Danke. So. Ja. Fliegen? Ah ja, Stahlflügel. Aber Stahlflügel... Wir haben einen Stahl-Pokémon dafür, jetzt mal ehrlich. Ach, komm, nee. Stahlflügel brauchen wir nicht, so. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Fassade wäre natürlich auch cool, aber bei Giftbrand oder Paralyse, das wäre beispielsweise was für, hier, Plantman. Aber was sollen wir dafür schon verlernen? Blättertanz? Ich glaube nicht, nee. Komm. 70, erhöht Angriff nach Verbrennung. Nee, komm. Dafür ist Plantman einfach kein Pokémon. Nein! Ja, so, danke. Erholung. Nee, okay, gut. Was wir dann jetzt noch machen werden, ist einerseits, möchte ich mal ganz kurz was ändern, nämlich natürlich die Attacken wieder. Eisstrahl, Kaskade, ja. So. Aber... Donnerblitz, Spukball, Gedankengut, Düdüb, ja, hier. Hat sonst noch irgendjemand was Bestimmtes erlernt? Ich glaube nicht, okay. Flops. Dann fliegen wir natürlich erst einmal... Njaums, nach Seekrossup. So. Ich bin Mike. Ja, schön, dass du Mike bist, also... da rein. Flop. Hallo, na? Du bist der Alzheimer-Mann, ich weiß. So, Pongy wird, Kaskade vergessen. Erst einmal, fürs Erste halt. Und Plantman wird Blitz vergessen. So, dankeschön. Dann werden wir Pongy gleich mal die Taucher wieder beibringen. Ach, die Stärke ist 60. Na gut, aber immerhin, ey... Es ist eine Art Schaufler-Attacke, also es ist doch ganz gut, meiner Meinung nach jedenfalls. So, also es kann nützlich sein. So, aus, Punkt, fertig! Dann, fliegen wir mal... Nein, ich möchte vorher mal kurz was gucken, ob die jetzt schon da sind. Hier, die Game Freak-Leute. Nee, erst nach der Top 4 wahrscheinlich. Hier sind nämlich dann das typische Game Freak-Volk. Gut, dadurch haben wir endlich Gäste. Was? Das sind Angestellte einer für Game irgendwas. Ja, genau. Aber die sind noch nicht da. Genau, die kommen wahrscheinlich erst, wenn ich der Champion. Und wo man sich dann halt einen Preis abholen kann, was auch immer das für ein Preis ist. Ich habe den ja nie geschafft. Wenn man alle... Doch, ein Diamant und Perlchen geschafft, aber ich weiß nicht genau. Also nicht geschafft. Das war durch einen Cheat von einem Freund über den Action Replay, dass du alle 493 Pokémon gefangen hast. Hattest. Im Pokédex. Aber du hast sie nicht wirklich, sondern nur im Pokédex halt. Was aber auch cool war, weil dann konnte man all die Einträge durchlesen. Und dann hat man, kriegt man ja von Game Freak irgendwas, aber ich weiß nicht genau, was das war in Diamant und Perle. Ich glaube, nur irgendeine Urkunde oder sowas. Deswegen irgendwie lame. Man hofft sich ja immer sowas wie ein Meisterball oder vielleicht irgendein geiles Pokémon, aber naja. Laubwechselfeld. So. Danke. So. Ja, du kennst alle Attacken auf der Welt und deswegen Herzschuppe und ja, du sollst. So, und zwar... Plantman. Welche Attacke sollst du es lehren? Ja, Absorber, Amagoda, Blättertanz. Yep. So. Dankeschön. Nein. So,
Plantman, flop, flop. Dann natürlich flop und flop und flop. So. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir zur Top 4 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tossi. Ciao.